Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 100 Pro Box von Bowser. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 100 Pro von Bowser, das Ganze am 26. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Soloalbum von Bowser. Wir haben hier eine schwarze Box, das Ganze natürlich noch in Folie. Wir werden als erstes mal die Folie entfernen und dann schauen wir uns das an. So, also rein von der Optik, hier wie gesagt die Schachtel, die Box an sich in Schwarz. Dann haben wir hier ein weißes Tor, also zumindest so die Konturen. Sieht so aus wie so ein altes Tor. Dann lesen wir hier die rote Schrift 100 bzw. 100, darunter Pro, zweimal unterstrichen und hier dann auch noch Bowser. Das Ganze ist hier wie so ein schwarzer Schuhkarton mit so einem aufklappbaren Deckel, rundum wirklich alles komplett in Schwarz. Hier lesen wir dann noch ein B, ansonsten hier wirklich rundum in Schwarz. Und auf der Unterseite haben wir dann die Infos, also Downbeat Records, Two Sides, Warner Music, okay, okay, Barcode und natürlich die Infos. So, dann schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier aufklappen und hier kommt uns der Inhalt entgegen. Als erstes haben wir hier Sticker, einmal, zweimal, dreimal. Dann eine Bonus-EP, Sommer 21. Das Album an sich, 100 Pro. Dann haben wir hier noch ein Kärtchen, also einen USB-Stick. So, weiter geht's. Ein Marker ist noch mit dabei. Ein Poster und ein Shirt. Das ist auch noch mit dabei. So, die Schachtel ist jetzt leer. Von innen hier in weiß. Packen wir wieder zusammen und zur Seite. So, und dann holen wir mal die einzelnen Sachen hier aus den Folien. Einmal das Shirt. Ah ja, das ist auch interessant. Also man hat hier dieses Säckchen entsprechend gestaltet. Hier auch wieder mit diesem 100 Pro Artwork. Das Shirt hier auf dieser Seite zumindest nicht. Okay. Ich dachte jetzt, dass dieser Aufdruck auf dem Shirt ist, aber getäuscht. Und dann haben wir noch in Folie das Album natürlich, die Bonus-EP und den USB-Stick. So, auch hier werden wir mal die Folie entfernen. Na. So, gibt es ja immer seltener solche Bonus-EPs. Früher war es ja wirklich standardmäßig in jeder Box dabei. Mittlerweile, nachdem diese ganze Chartwertung und Wertgrenzen sich verändert haben, nicht mehr ganz so oft. So, USB-Stick. Und dann haben wir das Album. Wunderbar. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Das ist es. Na? Will doch noch nicht so ganz. So, aber jetzt. Das ist es. Album Nummer 3 von Bowser. 100 Pro. Das ist das eigentliche Cover, das eigentliche Artwork des Albums, das man bis dato gewohnt war. Also hier so eine ganze Menge an 100-Euro-Scheinen übereinander, nebeneinander so angesammelt. Und dann haben wir hier den 100 Pro Schriftzug, der hier so darüber gesprüht wurde. Reguläres Toolcase, auf der Seite Bowser Schriftzug und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also 12 Tracks gesamt hier drauf und wir haben jede Menge Features. Und so haben wir Features mit dabei von Rin, Ovo 361, Apache 207, Juju, Bossa, Sido, Materia, nochmals Rin und nochmals Bossa. Dann hier wieder die Infos, die Beteiligten. Barcode hier keiner mit drauf, denn meines Wissens gibt es dieses Album hier physisch wirklich nur in der Box. Also rein so, die CD, das Album physisch kann man nicht kaufen. Wie gesagt, nur in der Box oder eben digital. So,
im Innenleben. Aber wenn wir einmal natürlich das Booklet. Hier geht's los mit den einzelnen Tracks und den zugehörigen Lyrics. Wunderbar. Also die Lyrics sind hier abgedruckt, Wort für Wort. Darunter noch kurz die Info, wer beteiligt war. Sehr schön. Ja, und das zieht sich hier so durch. Also, das freut mich. Ich bin generell immer ein großer Fan, wenn man nicht nur die Credits ins Album-Booklet packt, sondern eben auch die Lyrics. Das hat man hier gut gemacht. Ein Foto von Bowser hier auf der Doppelseite. Weitere Lyrics. Dann hier die Entstehung. Hier sehen wir, wie das Cover gemacht wurde. Also es sieht auch tatsächlich so aus. Es ist natürlich schwer zu erkennen, aber für mich sieht es auch tatsächlich so aus wie echte, also richtige 100-Euro-Scheine. Ist ja oft bei so Videodrehs, dass dann irgendwelche mit dem Laser oder Farbkopierer gemacht werden und die dann durch die Gegend geschmissen werden. Aber ich glaube, für dieses Cover haben wirklich echte 100-Euro-Scheine gelitten. Lyrics ohne Ende. Und das war's. Hier gibt es ja noch ein paar Album-Credits und Fotos von Bowser. Gut, das soweit zum Booklet. Wir kommen zur Album-CD. Auch hier wieder mit dem Artwork der Box. Also in schwarz mit diesem weißen Tor und dann 100 Pro. Übrigens, das ist auch hier so, glaube ich, angelehnt an dieses 100-Euro-Motiv. Also wenn ihr euch mal so einen 100-Euro-Schein hernimmt, beziehungsweise hier sieht man es sogar noch mal besser. Das ist hier dieser Torbogen. Dann haben wir den hier genau nachgebildet. Also zumindest die Konturen hier mit drauf. So, weiter geht's. Das war das Album. Wie gesagt, 12 Tracks und 9 Features. Das ist echt eine Menge. Die Bonus-EP Sommer 21 kommt hier in einer Papphülle. Auf dem Cover sehen wir hier im Comic-Stil Bowser mit einer Frau, die ein ziemlich mächtiges Hinterteil hier hat. Parental Advisory Explicit Content, also Verbraucherhinweis auf Englisch. So, hier gibt es dann nochmal 4 Tracks obendrauf und ein Feature von Ivana Santa Cruz. Hier auch wieder die Infos. Und die CD kommt dann hier in diesem Orange mit dem Schriftzug Sommer 21. Ja, das Ganze wie gesagt in der Papphülle. Also 12 plus 4 Tracks macht dann 16 gesamt. Diese Tracks befinden sich auch hier drauf. Also wir haben hier wie so eine kleine Karte, wie so, ein, ja, so eine ziemlich dicke Plastikkarte mit dem 100 Pro Artwork in dieser 100-Euro-Schein-Optik. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Und hier haben wir dann eben, wie gesagt, einen USB-Stick, den man hier dann, Moment, rausdrücken oder rausziehen kann. Gar nicht so einfach. Es steckt hier ziemlich fest. So, ich krieg's gerade nicht raus, aber... Es war gar nicht zum Rausziehen. Ich wollte jetzt hier, weil hier so zwei so Schlitze waren, ich dachte, es wäre hier so zum Rausziehen. Nein, es ist hier so zum Aufklappen. Fällt mir schon die Karte aus der Hand. Also so sieht die Karte dann aus, wenn ihr den USB-Stick entnommen habt. Und das ist dann der USB-Stick. Deutlich flacher als die, die man so regulär gewohnt ist. Aber funktioniert trotzdem. Gab das auch schon in diversen Boxen mit dabei. Und dann könnt ihr hier auch nochmal das Album und ich glaube sogar die Bonus-EP digital genießen. Also ich glaube, man hat hier wirklich beides auf den USB-Stick gepackt. Sowohl das Album als auch die Bonus-EP hier nochmal digital. Sehr schön. Dann die 3 Sticker. Zweimal hier 100 Pro. Und zwar in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal hier einfach der Schriftzug, so getaggt. Dann einmal inklusive dieser weißen Torbogen. Genau. Also hier diese Konturen wieder sichtbar. Ansonsten der Rest dieses Stickers ist, glaube ich, wirklich durchsichtig. Also man hat dann nur dann diese Konturen und eben den 100 Pro Schriftzug. Ebenso wie hier. Nur das Rote dann bleibt übrig. Und dann haben wir nochmal so einen transparenten Sticker. Ist die Frage, ob man das jetzt sehen kann. Ja, oder ich glaube, man kann es erahnen. Hier lesen wir dann Bowser. Also ein transparenter Sticker mit hier diesem weißen Bowser-Schriftzug mittig. Also 3 Sticker
Alle drei hier in dieser transparenten Optik und quadratisch. Ein Marker ist mit dabei, der auch hier gebrandet ist. Bowser lesen wir hier, zumindest Baus. 10 mm Waterproof Bowser. Okay. Ja, also klassischer Marker. Man kennt's, macht man hier auf. Dann hat man hier so eine Keilspitze, in diesem Fall mit roter Farbe getränkt. Und dann kann man hier etwas an die Oberfläche seiner Wahl drauf machen, wie zum Beispiel den 100 Pro Schriftzug. Den könnte man hier genau wie auf diesem Poster dann irgendwo hinterlassen. Ein Poster, das überraschend klein ausfällt. Also das ist Größe A4 müsste das sein. Doppelseitig bedruckt, das ist die Vorderseite. Und auf der Rückseite haben wir noch ein Schwarz-Weiß-Foto von Bowser. Das hatten wir auch schon im Booklet mit dabei. Also, doppelseitiges Poster, beide Seiten im Hochformat, beide Seiten A4. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Das kommt hier in Schwarz. So, sehr minimal gestaltet auf der Vorderseite. Und so haben wir hier einfach nur ganz klein im linken Brustbereich den Bowser Schriftzug. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Dafür auf der Rückseite einen größeren Backprint. Also hier dann auch nochmal diese 100-Euro-Schein-Optik mit dem 100 Pro Schriftzug. Das befindet sich hier so auf dem Rücken, ja, Nacken, oberer Rückenbereich. Der Rest ist hier dann wieder glatt schwarz. Das Shirt war Unisize, also man konnte es nicht bei der Box auswählen, die waren alle gleich groß. Wir haben es hier zu tun mit einem Bonas. Mehr steht jetzt hier nicht. Eventuell haben wir hier unten noch ein Zettelchen. Ja, genau. Also wir haben hier ein Shirt in der Größe XL, 100% Baumwolle und das Ganze ist, hier steht es, Made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Shirt noch einmal kurz im getragenen Zustand an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit diesem weißen Bowser-Schriftzug hier auf der linken Brust. Ansonsten, wie gesagt, hier alles komplett in Schwarz. Die Ärmel oder generell das Shirt hängen jetzt hier ziemlich runter. Liegt eben daran, dass das Shirt sehr locker und in XL geschnitten ist. Auf der Vorderseite, wie gesagt, sehr minimal gestaltet. Dafür eben auf der Rückseite, auf dem Rücken, der umso größere Druck. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann haben wir mit dabei den Marker in Rot. Die drei Sticker, alle drei quadratisch hier in dieser transparenten Optik. Also dreimal quadratisch in drei unterschiedlichen Motiven. Dann diese Karte hier mit dem USB-Stick inklusive Album und Bonus-EP in digitaler Form. Das Poster, Größe A4, beidseitig bedruckt, jeweils im Hochformat. Die Bonus-EP Sommer 21 mit 4 Tracks. Und natürlich das Album an sich, 100 Pro im regulären Jewelcase mit 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 100 Pro von Bowser. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bowser unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.